Hallo und schönen guten Abend. Es gibt wieder neue Diablo 4 News und ihr seht, ich habe einige Tabs da oben offen. Also nehmt euch ein Getränk, was zu essen parat, denn es wird ein bisschen intensiv. Und zwar eigentlich gab es nicht viele News. Eigentlich am 24. April kam dieser Blogpost und gleichzeitig auch ein Video auf YouTube auf dem Diablo-Channel. Den Blogpost und das Video verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Wir haben jetzt den 26., also das ist schon ein bisschen her. Wir haben jetzt spät nachts. Komme gerade aus dem Diablo 3 Solo-Push. Aber ich dachte, ich verspreche das nochmal, denn wir haben das heute im Stream ein bisschen zerlegt. So, was gibt's hier Neues? Der ganze Blogpost geht generell über euer ganz eigenes Sanctuario-Spiel Diablo 4, wie es euch gefällt. So ein bisschen Characterization, Personalization, also so ein bisschen seinen eigenen Charakter machen, spielen, wie man will und so. Ja, quasi so ein paar Details nochmal. Wir überfliegen den Post ein bisschen und dann sage ich ein paar neue Infos, die es da gibt. Weil viele sind Sachen, die wir einfach schon kennen. Hier ist das Video verlinkt. Hier stehen die Leute, die ja quasi ein bisschen was erzählen. Schaut euch auf jeden Fall das Video an. Das ist ganz cool, ist nicht so lange und man kriegt ein bisschen was zu sehen. So, ja, wir fahren ein bisschen was hier über Skillen und so. Sehr interessant übrigens in all diesen Gameplay-Footage. Man sieht mehrere Chars, die auf jeden Fall voll skillen, wo die so ein bisschen durch den Skilltree durchgehen und skillen und die haben immer 58 Punkte parat. Die beiden Video haben immer 58 Punkte. Ich weiß nicht, ob 58 Skillpunkte das Maximum ist, was man haben kann, oder nur in der Demonstration das Maximum war. Weil eigentlich kannst du ja von Level 1 bis 50 leveln und bekommst währenddessen Skillpunkte. Und danach halt von Level 50 bis 100 hast du ja Paragon, bekommst Paragon-Punkte. So, wir wissen jetzt aus dem Renown-System, also aus der Regionsübersicht von den zersplitternden Gipfeln, dass wir da zwei Skillpunkte noch bekommen können. Bedeutet, wir haben eigentlich fünf Ebenen. Wenn wir mit fünf Ebenen rechnen würden, a zwei Skillpunkte über die Regionsübersicht, würden wir 10 Skillpunkte noch bekommen von der gesamten Region. Und von Level 1 bis Level 50, man startet ja auf Level 1, wären das eigentlich 49 Punkte. Plus nochmal 10 wären eigentlich 59 Skillpunkte. Die haben ja 58. Kann natürlich auch sein, dass irgendeine Region vielleicht keinen zweiten Skillpunkt hat, sondern nur einen Skillpunkt. Oder ich weiß nicht, ob man von Level 49 auf 50 schon direkt dann Paragon-Punkte bekommt, anstatt einen Skillpunkt. Aber es ist irgendwie weird, dass sie hier jedes Mal 58 Punkte zeigen, weil das ziemlich nah an dem eigentlichen Maximum so dran ist. Und ich deswegen so ein bisschen verwirrt bin. Aber da werden wir das mal genau sehen. Das kann man, ist jetzt nur viel Spekulation, kann man noch nicht viel genau wissen. So, aber hier wird ein bisschen was erklärt. Bla bla bla, sagen die halt, wie die ganzen Sachen funktionieren hier. Die Knotenpunkte, Basisfertigkeiten, Kernfähigkeiten, halt diese Überkategorien. Das haben wir alles schon tausendmal besprochen. Ultimative Fertigkeiten. Und dann vielleicht ein Punkt, der bis jetzt ziemlich kurz kam, und zwar die zentralen passiven Fertigkeiten. Und zwar auf Stufe 32 kriegt man nämlich unten diese wichtigen passiven. Dafür habe ich jetzt auch nochmal hier den Build Calculator offen, wenn ich ihn finde. Da ist er. Und zwar damit ist das hier gemeint. Wir haben hier die einzelnen Skill Trees, die besprechen hier, hier machen sie quasi die Basisfertigkeiten, das sind hier die Kernfähigkeiten, dann Defensive, je nachdem, welche Klasse man spielt, irgendwann umkommen die Ultimativen. Und das hier sind die Kernpassiven. Die verändern nochmal so ein bisschen die Spielweise von einigen Builds. Die sind coole Multiplayer. Da kann man, glaube ich, nur eine von skillen, soweit ich weiß. Dann hast du so Sachen drin, wie zum Beispiel hier, Your Bones, also das ist gerade vom Necro. Your Bones Skills deal 10, 1% increased damage for each point of essence you have above 15. Also, above 50. Also für jeden Essenzpunkt über 50, den du hast, machen nochmal deine Bones Skills 1% mehr Schaden. Oder hier speziell für deine Blood Skills, die haben eine Chance hier zu overpowern, after being healthy for 15 seconds. Oder hier neben ist noch was für die Pets. Also für jede Spielweise eigentlich, hier beim Necro dann für Corpses, für Blood Spells, für Pets, für Knochen Spells, gibt es quasi sozusagen eine Passive, die einen gewissen Spielstil unterstützt. Dafür sind die Passiven da unten. So, hier auf die Screenshots gehen wir gleich noch ein. Die habe ich nämlich hier oben ein bisschen offen. Da sprechen wir nochmal drüber. Was gibt es noch Wichtiges? Ich glaube, der wichtigste Absatz hier, der viele Leute verwirrt, denn die Frage kam heute häufig im Stream zu den Reittieren. Oh, Lars, hast du auch gehört, dass man die Reittiere erst kriegt, wenn man mit der Hauptstory durch ist? Also, ich interpretiere das hier sehr viel anders da. Hier steht nämlich beim Absatz Reittiere werden freigeschaltet, sobald ihr die Hauptquestreihe mit einem Charakter abgeschlossen wurde. So, Hauptquestreihe kann man natürlich schon verstehen, das ist die Kampagne, das ist die Story. Aber wie benennt das Blizzard denn im Englischen? Und wo können wir das denn mal so ein bisschen vergleichen? Und zwar im Englischen heißt das Ganze nämlich Main Questline. So, was sagt Blizzard aber zur Kampagne? Zur Kampagne wird Kampagne gesagt. Das sehen wir hier in der Difficulty Selection für Nightmare, unlocked by completing the campaign. Also die Kampagne tut Blizzard auch als Kampagne bezeichnen und nicht als Main Questline. Die Main Questline für die Mounts, wo hier drüber geredet wird, ist nur die Main Questline für die Reittiere. Die haben eine extra Quest. Die haben wir während der letzten Beta schon bekommen, irgendwie auf Level 15 oder sowas bekommt man die. Also man kann die Mounts sehr viel früher, während man die
Hauptstory sozusagen durchspielt mit Level 15, 20, ich weiß nicht, wann es genau war, kann man das schon freischalten und nicht erst, wenn man die Hauptstory durch hat. Das ist nur auf Deutsch hier blöd übersetzt, dass hier Hauptquest-Reihe steht quasi. So die Hauptquest, ja. Aber wenn man im Englischen vergleicht quasi, wie die das sonst sozusagen formulieren, dann wird das Ganze eigentlich klar. So, gibt es hier unten sonst noch irgendwas Wichtiges? Ansonsten gehen wir nämlich gleich zu den Screenshots. Ja, hier ein bisschen ja, einzigartige Gegenstände erklärt. Bonusränge, kennen wir alles, Extrahierung von Items und so weiter und so fort. Vielleicht für viele noch interessant, hier unten die Systemanforderungen, die finalen Diablo 4 Systemanforderungen oder zumindest für den Server Slam, aber ich denke mal, das sind auch die finalen. Und zwar die Mindestanforderungen, mittlere Anforderungen, hohe Systemanforderungen und Ultrasystemanforderungen. Ich persönlich befinde mich so hier bei den hohen Systemanforderungen. Ich habe einen Intel Core i7, ich habe 16 GB RAM. Beziehungsweise ich stocke demnächst auf 32 auf. Okay, ich habe keine 2060. Ich befinde mich hier bei den mittleren. Ich habe eine 1070. Hier eine 970 braucht man hier. Ich bin irgendwo so zwischen Mittel und Hoch. Ich mache persönlich eh immer bei Diablo 4, ich mache die Schatten aus, ich mache die Reflektionen aus, ich mache welche Partikeleffekte aus und die Grafik stelle ich eigentlich trotzdem auf Hoch. Hohe Grafik, aber alle Zusatzeffekte einfach ausmachen und das läuft trotzdem wunderbar und sieht schön aus. Ja, das ist so mein Punkt dazu. So. Kommen wir jetzt aber mal ins Detail und besprechen ein bisschen die interessanten Sachen. Hier, die Sachen können wir zumachen. Und zwar, was mir als allererstes aufgefallen ist, da steht was, wo ich nicht weiß, was es ist. Und zwar hier bei dem Wardrobe, quasi bei dem Kosmetikschrank. Ich habe ja ein Video darüber gemacht während der letzten Beta. Hier in der Finalversion gibt es hier noch einen weiteren Tab, und zwar Headstones. Ich weiß nicht, was Headstones ist, aber das ist quasi aus der letzten Beta. Hier unten sieht man eigentlich mich. Zack, hier aus der letzten Beta, aus meinem Video. So sah das normalerweise für uns aus. Kommode, Aussehen. Beim Aussehen kannst du noch ein bisschen deine hier Schminke, Schmuck, Bemalung und sowas ändern. Kommode ist ja quasi einfach Transmogs von deinem Gear ändern. Und hier gibt es jetzt einfach noch Headstones. Als weiteren Tab. Ich weiß nicht, was Headstones sind. Keine Ahnung. Weiß das irgendjemand? Vielleicht kann irgendjemand in den Kommentaren uns aufklären, was denn Headstones sind. Natürlich gibt es hier nochmal einen extra Knopf, auch Go-to-Shop. Ist ja klar. Den hatten wir in der Beta nicht. Anscheinend kommt man über die Kommode auch zum Shop, dass man sich natürlich direkt Transmogs und Aussehen und Cosmetics halt kaufen kann. Ich muss sagen, das Einzige, woran ich bei Headstones denke, sind einfach nur Diablo 1, Ende, wenn sich der dunkle Wanderer quasi den Seelenstein von Diablo in den Kopf reinrammt. Das ist das Erste, wenn ich an Headstones denke. Aber keine Ahnung, was das in dem Zusammenhang für einen Sinn machen würde bei Cosmetics. Ob wir uns auch so einen Seelenstein in den Kopf reinrammen können. I don't know. Keine Ahnung, was Headstones sind. Kein Plan. Vielleicht kann mich irgendjemand aufklären. So. Dann, wir bekommen ein paar Unique Items zu sehen. Aber hier vorne gehen wir jetzt gleich drüber. Wir kriegen einmal diese Chests zu sehen, die wir schon kennen. Hier für Blood Orbs, für den Necro. Dann ganz klasse, wir kriegen Ashadas Kanja gezeigt. Ashada kennen vielleicht manche Leute aus Diablo 2. Das Ashada-Set aus Diablo 3. Ist ein cooler Dagger, der nochmal hier Bonus Attack Speed gibt. Hits with this weapon increase your Attack Speed by 4.5% for 4 seconds up to 22.5%. Also extremer Attack Speed Buff hier. Plus mal Bonus Movement Speed, wenn man Gegner Elite tötet und sowas. Also, ja, sieht ganz schick aus. Kriegt mal alles während des Videos zu sehen. Und wir kriegen eine Windforce zu sehen. Windforce auch ein absoluter Klassiker auf jeden Fall. Richtig geiles Item. Klassischer Effekt auch, wie wir den eigentlich kennen. Hier mit einer Lucky-Hit-Chance. Hits with this weapon have up to 80% chance to deal double damage and knockback the target. Den Knockback-Effekt hat die Windforce ja in Diablo 3 drauf und auch schon aus Diablo 2. Also ursprünglich kommt das Item ja aus Diablo 2, da wird das für die Bow-Amazon noch benutzt. Richtig geiler Bild auf jeden Fall. In Diablo 3 in Vanilla wird das Ganze auch benutzt. Jetzt eigentlich gar nicht mehr, ist er leider, hat kein Legendary Affix bekommen. Aber so ganz interessant auf jeden Fall, so auf Lucky Hit, Chance doppelten Schaden zu machen auf jeden Fall und die Gegner zu knockbacken. Knockbacken natürlich für den Range-Build vielleicht ganz geil, weil du hast hier Bonus-Damage gegen Distant Enemies, wie jeder Bogen das drauf hat. Also generell, doppelten Schaden machen, richtig geiler Effekt. Ist einfach ein Mal-2-Multiplayer, der auf alles gilt, auf jeden Spell. Generell bin ich mir nicht so sicher. Viele Uniques, die ich bis jetzt gesehen habe, richten sich generell so ein bisschen auch nach allgemeinen Multiplayern. Wie hier einfach Schaden verdoppelt, bei den Rogue-Items einfach Bonus Attack Speed. Ich hoffe ja, dass sie bei Uniques vielleicht planen, einfach nicht so sehr auf einzelne Spells zu gehen, dass einzelne Spells gebufft werden. Dass das vielleicht so der Part von Legendaries ist, einzelnen Spells so ein bisschen Bonis zu geben, Multiplayer zu geben und Uniques sich mehr so ein bisschen allgemein danach richten, allgemein ein bisschen mehr Schaden zu geben. Ohne dass sie jetzt speziell halt an einen Skill gebunden sind. Weil bei Legendaries kann man halt hin und her variieren durch das Extrahieren und auf einen anderen Slot draufhauen. Da kannst du innerhalb der Slots variieren, bei Uniques kannst du das ja nicht. Wenn du dann ein Unique hast mit einer Waffe, was halt den Schaden von einem Spell verdoppelt, dann musst du immer dieses Unique auf diesem Slot benutzen. Bei Legendaries kannst du da halt variieren. Das hoffe ich so ein bisschen, auch wenn ich schon ein paar Uniques gesehen habe, die speziell einige Skills buffen. Aber das wäre so mein Wunschgedanke. Übrigens interessant,
Die Windforce bufft ihn noch plus 2 Ranks auf Impetus passiv. Dafür öffne ich nochmal ganz kurz den, den Skill Calculator. Dann können wir uns das Ganze nochmal ansehen. Und zwar auf eine passive gibt das Punkte. Das ist ganz cool. 2 Ranks auf einen passiven Punkt. Und zwar bei Rogue. Können wir einfach direkt hier suchen. Impetus. Ein Match gefound. Sehen wir nach hier unten. Das ist so ein passiver Punkt, der dir mehr Schaden gibt, nachdem du 15 Meter dich bewegt hast, kriegst du 7% mehr Schaden für deine nächste Attacke. Und das bekommt plus 2 Ranks. Bedeutet, du kannst gerade 3 Punkte reinmachen, 3 mal 7% mehr Schaden, sind 21% mehr Schaden, nochmal 14 obendrauf, also nochmal 2 Punkte, das wird ja linear ansteigen, sind dann 35% mehr Schaden, nachdem du dich 15 Meter bewegt hast. Also sehr cool, dass auch so passive quasi gebufft werden. So passive Notes über Plus-Skills auf speziellen Uniques. Das fand ich da auch sehr geil. So, als nächstes kommen wir zu der Paragon Board Selection. Die hat man nämlich jetzt hier mal gesehen. Man sieht da so ein bisschen Gameplay, wie die wieder Paragon Boards hin und her drehen. Man sieht mal ein paar neue Glyphen, auch so ein paar Notes oder so, die anklicken. Habe ich jetzt nicht so Detail genommen, aber die Board Selection sieht man mal. Bedeutet, wenn du natürlich bei so einem Gate angekommen bist, dass du zum nächsten Paragon Board gehst. Also, das kann ich auch hier vorne nochmal öffnen. Hier. Das hier oben sind ja diese Gates, wenn du da bist. Ja, genau, das ist der Screenshot hier. Da hast du die Paragon Board Selection. Bedeutet hier, du kannst hier zu Seiten durchswitchen quasi, welches Paragon Board du da oben jetzt andocken willst. Und da siehst du halt immer, welche Legendary Note auf dem Paragon Board ist und welche Rare Notes. Ganz wichtig, bei den Rare Notes steht hier nicht der Bonuseffekt dabei. Wir wissen ja, eine Rare Note ist so aufgebaut. Du bekommst immer einen Effekt, dann so ein bisschen Mainstat und so, und da hast du einen Bonus, den du bekommst, wenn du eine gewisse Bedingung erfüllst. An Mainstat, Intelligenz, Willpower, Stärke und so weiter und so fort. Und das Ganze steht hier nämlich nicht mit dabei. Denn das kalkuliert sich ja daraus, desto weiter hinten du einen Paragon Board andockst, desto höher werden diese Anforderungen. Wurde zumindest in einem Video erklärt. Bedeutet, wenn ich jetzt diesen Cheap Shot hier als erstes Paragon Board nehme, dann hat vielleicht meine eine Rare Note hier braucht nur 130 Intelligenz für den Bonus. Weiter hinten dann vielleicht 300 Intelligenz. Später dann hier über 500, wie ich gerade eben gezeigt habe. Deswegen steht der Bonus da nicht dabei. Aber man kann sich den Bonus denken, denn der Bonus ist quasi immer der obere Multiplayer eigentlich. Hier bei Calculated, bei der Rare Note Calculated, 15% Damage to Crowd-Controlled Enemies und 100 Armor, wird wahrscheinlich dieser 15% Damage, wenn die Bedingung erfüllt ist, verdoppelt. Und die 100 Armor sind einfach nur ein zusätzlicher Stat. Genau wie unten bei Devious, 15% Damage to Crowd-Controlled Enemies wird auch verdoppelt und die 10 Dex sind auch nochmal extra. Gut, hier bei den 2% kann man das schlecht rauslesen. Hier 15% kritischer Trefferschaden gegen Crowd-Controlled Enemies und 15% generell mehr Damage gegen Crowd-Controlled Enemies. Ich würde sagen, wahrscheinlich auch das 15% mehr Damage gegen Crowd-Controlled Enemies wird verdoppelt, weil das ungefähr dasselbe Stat ist wie bei den anderen. Ja, also immer der prozentuale Wert wird sich wahrscheinlich verdoppeln. Das sehen wir hinten auch ganz gut. Hier 14% bekommst du durch den Bonus und hier hat man insgesamt 28. Bedeutet 2x14, 14 sind von Anfang an drauf, 14 nochmal durch den Bonus, Bob sind es 28. Übrigens, kleine Korrektur auch zu meinem langen, ausführlichen PowerPoint-Video. Da habe ich auch gesagt, dass der Sockel nochmal einen extra Effekt hatte bei den Glyphen. Was da oben in grün angezeigt wird, ist quasi nur der Bonus durch den Effekt von der Glyphe gewesen. Das wird dann immer in grün angezeigt. Wenn ein Bonus erreicht ist, wird er immer in grün angezeigt quasi, wie auch hier. Das war nur so ein bisschen blöd getrennt, deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Hat auch schon irgendjemand, glaube ich, in den Kommentaren in meiner riesigen PowerPoint klargestellt. Falls ihr das nochmal richtig erklärt haben wollt, kann ich das nochmal erklären, was ich da genau verwechselt hatte. Ich hoffe, das hat niemand falsch verstanden. So, das ist ganz interessant auf jeden Fall, dass man das hier so in einer Übersicht sehen kann, dass man daraus schauen kann, hier, welches Board will ich jetzt andocken. Natürlich kann man es im Planern auch vorher vorplanen, wo ist jetzt genau jetzt welche Note auf dem Board und so, dass ich planen will, ob ich das jetzt da andocke, ob ich da mit meinen Punkten hinkomme. Ja, aber man sieht das hier in so einer kleinen Übersicht schon mal. So, und dann gibt es noch eine wichtige Info. Wie lange geht denn das Video schon? Okay, ich bin schon ein paar Minuten am Labern. 14 Minuten. Aber ein was noch. Und zwar, dafür tue ich zwei Items mal hier nebeneinander halten. Und zwar als allererstes haben wir nochmal einen Helm, den wir zu sehen bekommen. Der gibt uns hier 24% erhöhte Lucky Hit Chance gegen Crowd-Control-Gegner. Schöner, unique Effekt. Und der wurde upgraded viermal. Wenn wir ein Item upgraden, dann wissen wir ja, steigen Werte um 10%. Bedeutet, ich kann hier mal meinen Taschenrechner öffnen. Und zwar aber auch um gerundete 10%. Dieses Item wurde insgesamt viermal upgraded. Wenn wir uns da die Geschicklichkeit zum Beispiel angucken, die steigt um 3. Bedeutet, 3 mal 4 ist das insgesamt gestiegen, um 12 gestiegen. Bedeutet da, die 41 minus 12, der Startwert, waren da 29 Geschick. Und dann natürlich, weil es nicht um 2,9 steigen kann, rundet das auf und steigt jedes Mal um 3. Bis dann da insgesamt 41 rauskommt.
So, und das können wir auch ein bisschen zurückrechnen. Hier zum Beispiel bei den 13,7% Cooldown Reduction. 0,9 mal 4 sind 3,6. Ja, bedeutet, das würde dann sozusagen 13,7 minus 3,6. Sind wir so bei 10,1. Stimmt wahrscheinlich nicht ganz. Vor allem, weil es auch um 0,9 steigt. Wenn jetzt hier 10,1 wäre, dann müsste es jetzt mal um 1% steigen. Bedeutet wahrscheinlich, waren auf dem Item irgendwie 9,6% Cooldown Reduction. Und dann ist das immer sozusagen halt um 0,9 erhöht worden plus 0,96 sozusagen. Dann nochmal plus 0,96. Und nochmal plus 0,96. Und nochmal plus 0,96 zum Beispiel. Das ist nur so ein Beispiel, dann kommt da 13,44 rein. Vielleicht sind es auch 0,97 sozusagen oder so oder 0,98. Auf jeden Fall, dass ihr wisst, was ich meine. Das steigt immer um 10%. Und hier sind wahrscheinlich unter 10% Cooler und Action draufgerollt auf diesem Item. Das will ich nur machen, um so ein bisschen jetzt die Range einzugrenzen. Weil auf diesem Item wird wahrscheinlich 4,4 bis 10% Cooler und Action rollen können. Auf diesem Unique Helm hier neben. Konnte wahrscheinlich bis zu maximal 10% Cooldown Reduction rollen. Das Ganze wurde jetzt nur overcapped, diese 10%, durch das Upgraden, dass es aufgewertet wurde. So, hier neben rechts haben wir aus dem anderen, aus dem Developer Talk, ein Level 100er Harlequin Crest, ein Level 100er Shaco, das ist Ancestral. Wir sehen, das rollt auch, es hat hier 9,6 Cooldown Reduction gerollt. Wenn wir es jetzt upgraden würden, würde das halt bei diesen 13,44%, die ich eben ausgerechnet habe, ungefähr landen, an Cooldown Reduction. Hier neben das ist ein Required Level 45er Helm. Wir sehen also, der Level 45er Helm rollt ungefähr in derselben Range von Cooldown Reduction, also wahrscheinlich auch diese 4,4 bis 10%, wie das Level 100er Shaco. Das ist ganz interessant. Bedeutet, nach oben hin kann sein, dass Unique sozusagen halt immer von den normalen Werten her eine feste Roll Range haben. Also es ist egal, ob du jetzt einen 45er oder einen 100er Unique trägst, von den Werten von der Cooldown Reduction her. Das Einzige, was anscheinend nochmal steigert, was ich gehört habe, sind teilweise die Unique-Affixe. Bedeutet, das Lower-Level-Shaco, das Nicht-Ancestral-Shaco, hat zum Beispiel nicht plus 4 Rank auf alle Skills, sondern plus 2. Das steigt dann, nicht die normalen Werte. Die normalen Werte hier sind anscheinend relativ schnell gecapped auf Uniques, ab einem gewissen Level. Kann auch sein, dass die von Anfang an gecapped sind. Dass jedes Unique, egal wie low das ist, immer so dieselben Werte von den normalen Werten hier in derselben Range holt. Und nur die Affixe stärker werden. Ich finde, das sieht man sehr schön hier bei diesem Beispiel, weil wir hier ein 100er Item haben und hier ein 45er. Kann auch sein natürlich, dass beide Items aus einem unterschiedlichen Entwicklungsstand sind. Dass das hier noch ein veralteter Entwicklungsstand ist und im neuen jetzt die Sachen generell mehr Cooldown rollen mit lowerem Level. I don't know, das kann ich nicht genau sagen. Aber das finde ich ganz interessant. Das bedeutet auf jeden Fall auch, wenn wir auf den unteren Schwierigkeitsgraden Unique Items finden, können wir allein von ihren Werten her, von ihrem Damage, von ihrer Rüstung, von ihrer Cooldown Reduction relativ lange noch benutzen. Und wenn ihr ihn irgendwann höchstens austauschen, weil der Legendary Affix dann vielleicht besser ist. Das fand ich eine sehr schöne Erkenntnis, was man jetzt hier an dem Helm gesehen hat, dass man mal zwei Items vom selben Slot hat, zwei gleiche Uniques auf dem selben Slot, die man miteinander vergleichen konnte. Was haltet ihr davon? Sagt es mir gerne in den Videokommentaren. Was ist da so eure Theorie? Glaubt ihr, das stimmt so, was ich grob meine? Oder glaubt ihr, es sind nur verschiedene Entwicklungsstandards? Oder steigt wirklich einfach nur der Legendary Affix dann, dass der sozusagen nochmal höher rollt? Weil das ist ja auch hier so gelblich markiert, diese Zahl, gell? So ganz komisch gelblich ist diese plus 4 markiert. Hier sehen wir, hier rollt das in der 10 bis 20er Range, aber das hier ist gelb markiert. Das hier ist übrigens blau markiert auf einem Unique. Das ist ein bisschen weird. Also das hier rollt auch wahrscheinlich wie hier oben in einer gewissen Range. Das ist so ein bisschen verschieden hier auf jeden Fall. Ja, und ansonsten war es das an neuen Infos auf jeden Fall. Falls ihr noch irgendwelche Fragen oder Kommentare habt, haut es auf jeden Fall in die Videokommentare. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im Stream oder im nächsten Video. Bis dann. Ciao.